Mut habe, aber Hauptsache ein Video dazu raushauen. Das finde ich mega unnötig und das muss auch nicht sein, weil man hat mit der Angelegenheit überhaupt nichts zu tun und da kann man mir ankommen mit... Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder eine kleine Sache, die mir auf dem Herzen liegt und die ich auch ansprechen wollte und ich werde auch direkt damit anfangen, sobald die Runde angefangen hat. Wir spielen eine Runde Survival Games auf dem GommaD.net Server und natürlich die Teams erlaubt Variante. Vielleicht treffen wir auf das ein oder andere Team. Wenn ich Tab drücke, sehe ich auf jeden Fall schon einige Clans. Deswegen, schauen wir mal, was das so wird, also was hier so wird aus der Runde. Und da haben wir leider nichts Gutes bekommen. Ich möchte erstmal gerne ein Schwert haben. Verfolgen tut uns keiner, deshalb können wir uns hier erstmal ein bisschen zurücklehnen. Schwert haben wir safe. Eventuell nochmal ein bisschen Rüstung grabben und dann sollte das Ganze auch schon etwas entspannter sein. War ich das schon? Nö. Und das habe ich leider schon. Ist mir aber sowas von Wayne, das ist mir so Wayne, Leute. Das glaubt er gar nicht, wie Wayne mir das ist. Okay, irgendwo auf der Brücke soll dann angeblich der nächste Spieler sein. Ist jetzt aber auch egal. Also Leute, es geht auf jeden Fall um Folgendes. Einige Leute wünschen sich halt immer ab und zu... Ja, wie soll man es sagen? Sie behaupten halt, ohne großartig schon lange dabei gewesen zu sein. Zumindest kann ich das so erschließen, dass ich... irgendwie meinen Kanalinhalt oder sowas geändert hätte, da ich halt, wie das die meisten mitbekommen sollten, gerne Themen anspreche in meinen Videos. Und so, da kann ich prinzipiell sagen, ich mache die Videos halt gerne so, wie ich halt möchte. Und natürlich richte ich mich auch nach euch. Deshalb habe ich zum Beispiel auch, habe ich auch Twitter und sowas. Und da könnt ihr mir auch jederzeit schreiben. Wenn ihr Videovorschläge habt oder sonstiges, das ist kein Problem. Wenn ihr gute Vorschläge habt, gehe ich gerne drauf ein. Und ich bin der Letzte, der da sagt, ey, komm, nee, ich höre nicht auf euch. Oder irgendwie sowas. Also ich bin da wirklich immer offen für Vorschläge, für gute Videoideen. Und setze die auch gerne um, wenn sie halt realisierbar sind und halt gut sind. Und es kommt mir halt so vor, als würden einige Leute, und ich gehe mal davon aus, es sind halt einfach die Leute, die halt noch nicht so lange dabei sind. Und da bin ich auch keinem böse oder sowas. Aber sie meinen halt einfach, dass ich halt irgendwie meine Videos halt anders mache als irgendwie früher. Und damit ist halt gemeint, dass ich halt früher irgendwie... nur so Gameplay-Runden gemacht habe, ohne irgendein Thema anzusprechen oder sowas und dass sie das halt scheiße finden, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Und da kann ich natürlich sagen, ich kann nicht jeden dazu zwingen, dass sie meine Videos gut finden und das ist auch vollkommen okay, das behaupte ich gar nicht. Ich behaupte nicht, dass ich irgendwie die besten Videos mache. Und den besten Skill habe ich jetzt auch nicht, aber das ist auch gar nicht mal so schlimm. Denn jedenfalls wollte ich halt sagen, dass ich halt, wie gesagt, die Videos gerne so gestalte, dass ich halt auf euch eingehe, weil ich meine, ich finde das halt irgendwie besser, wenn man da, wenn man euch irgendwie einbeziehen kann. Aber ich möchte halt auch gerne das machen, worauf ich Lust habe. Und die meisten Leute sollten das mitbekommen haben. Ich mache halt am liebsten einfach PvP-Runden mit dem Fokus halt auf das Thema. Sprich, ich spiele natürlich PvP und sowas und, ja, konzentriere mich auch dabei, ich versuche auch gute Runden bei rumzubringen, aber ja, wenn jetzt mal irgendwas schief laufen sollte, dann bin ich auch nicht der Typ, der sagt, ey komm, hier, ich bin jetzt gestorben, das lade ich nicht hoch, das finde ich nämlich lame, weil sonst hat man halt keine Spannung im Video, sonst weiß man halt sowieso, okay, du gewinnst sowieso, warum brauche ich mir das Video anschauen? So, und was ich halt wie gesagt gerne mache, ist halt nochmal dieser Fokus auf den Themenbereich. Und dieser Themenbereich bietet meiner Meinung nach halt nochmal ein paar, ja, neue, wie soll man es sagen? Ich finde halt einfach, meiner Meinung nach, und das soll jetzt überhaupt gar nicht arrogant klingen oder sowas, aber ich finde halt einfach dadurch, wenn man Themen am Start hat, ist das Video halt ein bisschen interessanter. Das ist darauf bezogen, weil halt einfach das Gameplay, man kann auf das Gameplay eingehen, aber man hat halt auch noch dieses Thema am Start. Und dieses Thema ist halt auch eventuell noch spannend, denn ich mache mir wirklich oft Gedanken über
am Vortag, am nächsten Tag oder generell, ich mache mir halt oft Gedanken zu den Sachen oder zu den, ja, zu meinen Videos, denn ich muss halt natürlich dadurch, dass ich diese Themenvideos mache, immer irgendwelche Themen parat haben und möglichst auch irgendwelche guten Themen parat haben. Ich meine, ich kann jetzt nicht damit ankommen, dass vor 2 Jahren mal Ender Games auf dem GOMAD.net-Server released wurde, sondern man muss natürlich auch irgendwelche Sachen haben, die halt interessant sein könnten. Und das ist, muss ich sagen, auf Dauer sehr, sehr schwer. Und an einigen Tagen fragt man sich auch, okay, ey, was soll ich denn jetzt hier für ein Thema dran nehmen? Und deshalb kann man auch nicht immer Themen in Videos ansprechen, weil es sind natürlich viele interessante Sachen und sowas, keine Frage. Es gibt sehr viele Sachen, über die man sprechen kann, aber die Frage ist halt einfach, kann man das denn jetzt bringen, über diese Sache auch im Video zu sprechen? Ich finde nämlich, es muss halt auch immer irgendwas sein, wo man sich halt auch mit dran beteiligen kann. Denn ich würde jetzt zum Beispiel nicht mich in irgendwelche Sachen einmischen, die jetzt momentan zum Beispiel auf Twitter passieren oder sowas, womit ich überhaupt gar nichts am Hut habe, aber Hauptsache ein Video dazu raushauen. Das finde ich mega unnötig und das muss auch nicht sein, weil man hat mit der Angelegenheit überhaupt nichts zu tun und da kann man mir ankommen mit, hier, ja, ich wurde gefragt, hin oder her, das, ich weiß nicht, ich denke man sollte wissen, dass das nicht cool ist, wenn man sich in irgendwelche Angelegenheiten einmischt, mit denen man überhaupt gar nichts zu tun hat. Und da kann mir jemand sagen, okay, ich wurde gefragt, das ist dann auch vollkommen wurscht. Denn im Endeffekt kommt es auf das... Alter, okay, das war eine knappe Angelegenheit. Im Endeffekt kommt es trotzdem auf das eine, und zwar versucht derjenige YouTuber irgendwie damit Klicks zu generieren, und das möchte ich halt nicht. Weshalb ich mich in solche Angelegenheiten überhaupt gar nicht einmischen möchte und auch nicht werde. Und ja, finde ich auf jeden Fall nicht gerade cool, aber das ist ja jedem selber überlassen. Wenn man es machen möchte, dann bitte. Ich werde es nicht machen, weil ich das einfach mega uncool finde. Aber nun gut. Das Deathmatch startet auch schon gleich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich bin noch gar nicht fertig mit dem, was ich eigentlich hier besprechen wollte. Es geht immer so schnell. Shit. Egal, ich werde mir jetzt nochmal ganz schnell ein Eisenschwert craften. Und was halt zum Beispiel anders ist, man könnte sagen, ey, dann sind deine Videos doch quasi sowas wie Commentaries. Aber was natürlich anders ist und was, denke ich mal, auch dadurch nochmal interessanter ist, ist halt, dass das Gameplay ja live erspielt wird. Und wenn das Gameplay live erspielt wird, ist natürlich auch wieder so die Sache, dass man halt, das ist, glaube ich, ein Team. Er schreibt direkt, Hilfe! Oh. Oh Mann, was ist denn hier los? Wenn das Gameplay live erspielt wird, ist natürlich der Unterschied, dass man halt nicht weiß, wie die Runde ausgeht. Und ich würde sagen, wir hängen einfach nochmal ganz kurz eine Runde Quick Survival Games hinten dran, weil ich jetzt hier noch nicht so ganz fertig geworden bin. Wir gehen einfach mal rein. Hier kommt Skytown. Wir forcen mit das Ganze einfach mal auf High-Rise. Ich finde es halt, wie gesagt, besser, wenn man irgendwie auf Sachen eingeht während eines Geschehens. Mag sein, dass man zwar in gewissen Situationen abgelenkt ist, das will ich überhaupt gar nicht abstreiten, denn eben dadurch, dass man sich halt noch ein bisschen so auf das Gameplay konzentrieren muss, ist es halt nicht so ganz einfach, aber ich finde es halt einfach besser. Und ja, ich mache das ja jetzt auch nicht seit irgendwie 5 Tagen oder sowas mit den Commentaries, sage ich schon, mit den hier Themenvideos, also mit den generell so Neuigkeiten und sowas. Ich mache das ja schon etwas länger und ich muss sagen, ich finde es halt einfach angenehmer. Es macht mir halt irgendwie mehr Spaß, die Videos so zu machen, wenn ich immer ein Thema am Start habe, als wenn ich halt nur immer wieder eine Runde SG spiele, das spiele, das spiele, das spiele, das spiele. Keine Frage, es macht mir dermaßen viel Spaß, halt irgendwas in Minecraft zu spielen, besonders wenn halt neue Spielmodi rauskommen. Aber ich finde halt, die Kombination ist auf jeden Fall noch geiler. Und natürlich würde ich halt auch noch irgendwie, ich muss ja mal da reindroppen. Und natürlich würde ich halt auch noch irgendwelche neuen Spielmodi einfach so anzocken, wenn sie halt rauskommen. Aber momentan muss man halt einfach sagen, gibt es halt nichts auf etwas bekannteren Servern, wo was Neues drauf kommt. Also es gibt jetzt halt nicht irgendeinen Server, wo man sagen kann, ey, hier kommt ein neuer Spielmodus raus, deshalb zocke ich den mal.
Das Ding ist dann einfach, ich versuche die Videos so interessant wie möglich zu gestalten und ja, hoffe einfach mal, dass ich das irgendwie schaffe. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das der ein oder andere auf jeden Fall sagen kann. Falls nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich kann es, wie gesagt, nicht jedem recht machen und das ist auch vollkommen okay so. Ist auf keinen Fall böse gemeint, aber mich freut auf jeden Fall immer, wenn der ein oder andere schreibt, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Gut, ich wäre jetzt auch eigentlich schon fertig mit dem Gerede und versuche nochmal die Runde hier zu reißen. Einige haben sich auch gewünscht, dass ich mal wieder so einfach Gameplay-Runden machen soll, wo ich mich dann nur auf das Gameplay konzentriere. Das kann ich auch vielleicht mal machen. Das heißt vielleicht, das kann ich bestimmt nochmal machen, aber da ist halt die Frage, ob ihr auch auf sowas Bock habt. Falls ja, schreibt es in die Kommis, Leute. Ihr seid natürlich immer gefragt und würde sagen, jetzt geht's hier nochmal rund, oder? Oh shit, der hat mich gut getroffen und hat, glaube ich, jetzt gelaggt. Er hat leider gelaggt, aber da konnte ich jetzt auch nichts für. Gut, und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, das war's von dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Start ins Wochenende und bis denn. Ciao.